liebe Freunde bei Lecker und Fit. Ich bin Eva. Ich bin die Cordula, hallo. Hier bei Lecker und Fit machen wir leckere Speisen, wie der Name schon sagt, die euch fit machen, die nicht viel kosten, die schnell gehen, die man im Büro machen kann. Und hier ist Teil 2 unseres Butterbrot-Specials. Und wir werden hier arbeiten mit ganz tollen Sachen wie Gorgonzola und getrockneten Tomaten, Basilikum und Pinienkernen. Und ja, fangen wir einfach mal an. Also eine italienische Variante. Italiano. Ach, lecker. Dann nehmen wir mal hier ein schönes Ciabatta. Mhm. So, das ist das schöne italienische Brot, das Original. Und ja, schmeckt hervorragend. Und da schmieren wir jetzt mal ein bisschen hier von dem Gorgonzola drauf. Und der schmeckt sehr, sehr intensiv. Deswegen würde ich da raten, den recht sparsam zu verwenden, weil der auch relativ fett ist. Und der schmeckt schon so nach so viel, da kann man ganz dünn hier drüber streichen und dann hat man schon eine riesen Geschmacksexplosion. Der Gorgonzola hat ja die guten Schimmel. Es gibt ja den guten und den schlechten Schimmel. Also wenn da hier so ein bisschen dieser Blauschimmel ist, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Der riecht ja schon immer so spannend, Gorgonzola, finde ich ja echt cool. Das ist nicht jedermanns Sache, deswegen, wenn ihr kein Gorgonzola mögt, könnt ihr auch Frischkäse, Mozzarella, alles natürlich auch in der Light-Variante oder auch super Parmesan verwenden, weil der Parmesan ist auch, kann man auch ganz sparsam nehmen und hat einen riesen Geschmack. Mhm. So, jetzt haben wir das hier beschmiert und jetzt schneidest du mir mal bitte hier die Tomätchen. Das sind einfach getrocknete Tomaten ohne Öl, ganz wichtig, das brauchen die gar nicht, das macht die nur schlabbelig und fies. Mhm. Da machen wir jetzt hier so ein paar kleine Streifen und ich reibe dann mal hier was von der Zucchini. Wenn sie mir mal die Reibe reichen würde, bitte. Sehr gerne. So. Schneiden wir hier das Ende ab. Mit der Reibe geht das schneller, kann man natürlich auch schneiden. Aufpassen, dass man sich nicht schneidet, das mache ich immer gern. Aufpassen, dass man das hier nicht komplett im Zimmer verteilt, wie ich es gerade mache. Zucchini kann man ja auch gut roh essen, das wissen viele Leute gar nicht. Aber man kann dieses Sandwich auch einfach mit der Zucchini und dem Gorgonzola für 5 Sekunden in die Mikrowelle stellen. Dann schmilzt es nur so an und dann ist es ein bisschen warm und schmeckt auch sehr gut. Ja, im Büroküchen hat man ja meistens eine Mikrowelle, ne? Genau. So. Wir machen auch mal irgendwann ein Mikrowellen-Special. Unbedingt, unbedingt. Ihr könnt darauf gespannt sein. So, jetzt haben wir hier die geriebene Zucchini. Kannst du dir was nehmen? Kannst du es hier drauf tun? Ich tausche mit dir gegen hier. Ja, danke sehr. Rote Tomate. So. Rote Tomate, getrocknete Tomate natürlich. Aber rot sollte sie auch sein, ne? Ja, ist besser so. So, kann man ruhig ganz ordentlich nehmen. So, ein bisschen Tomätchen hier drauf. Und dann rupfen wir hier noch ein bisschen von dem Basilikum ab. Das ist aber schöner Basilikum. Ja. Da haben wir dann das schöne Aroma noch dabei. Das ergänzt sich auch wunderbar mit der Zucchini, mit dem Gorgonzola. Das passt traumhaft. So. Das ist ja eine Geruchswelt, liebe Zuschauer. Traum. Das ist echt toll. So. Und dann nehmen wir noch ein paar Pinienkerne. Schmecken immer gut. Ich werde jetzt hier mit meiner Feuerpistole die Pinienkerne flambieren. Das kann man natürlich auch in der Pfanne machen, aber so ist es viel cooler. Da wollen wir mal sehen. So, zack. Also mach es lieber mit der Pfanne, Leute, wenn man sieht, dass das hier etwas gefährlich ist. Aber es hat funktioniert, wie man sieht. Wir brauchen hier auch noch ein klein bisschen. Das ist sozusagen ein bisschen für den Geschmack und eine kleine Sättigungsbeilage und fürs Bild. Das müssen wir auf jeden Fall in unsere Blow-Ups mit aufnehmen. So. Hält nicht so gut, ne? Ja, normalerweise mache ich das Brot auch so übereinander geklappt. Wir machen das jetzt hier aus Optikgründen, machen wir das offen, aber eigentlich würde ich das so 2 übereinander, dann kann man die auch besser transportieren. So, und dann ist es auch schon fertig.
Sehr gut, ich probiere mal. Probier mal. Ich gucke, was du mir hier unterjubelst, ne? Wollte Biolek jetzt sagen. Oh. Also Cola kann gar nicht sagen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Und Cola, super. Schmeckt gut, ne? Mhm. Probiert's aus, Leute. Bis bald. Tschüss.